Und hiermit startet das nächste Teil von unserem Assassin's Creed Run. Auf 100% wie auch immer. So, erstmal die Statue getötet. Oh, ja. So, wir machen jetzt einmal diese komplette Ebene. Machen wir jetzt in dem Video. Libue. Ja, wir machen jetzt Libue einmal komplett. Da gibt es nicht so viel. Deswegen dachte ich mir, das passt jetzt eigentlich in ein Video, soll jetzt reinpassen. Und wenn nicht, müssen wir splitten. Bedauerlicherweise. Ich gehe jetzt erst hier runter. Ah, wie man, das ist die Dings, die hier Geparden, Jaguar Leopard gelöhnt. Den Bau hier oben. Na, komm doch her. So. Ich bin gerade über eine Ziege gelaufen, glaube ich. Wow. Tüte. Voll krass. Okay. Wo wollte ich eigentlich gar nicht? Ich würde jetzt direkt das Muttertier suchen. Da hinten ist es. Wo ist er denn hin? Der noch nicht verfügt. Oh mein Gott. Leopardenarsch, mein Arsch. Gott. So, gehen wir mal hier hoch. Die kämpft gerade gegen sich. Gerne, wie er mich gesehen hat, der Junge. Okay, ist aber auch fertig. So, wo ist das Fragezeichen? Nein, da ist ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Zum nächsten Fragezeichen los. Ist überhaupt das Richtige? Wir müssen gucken, dass wir nicht außerhalb der Map kommen. Da. So, mal gucken, dass hier keine Klippe ist oder sowas, aber ich glaube, hier ist eine Klippe. Ne, ist nicht. Okay. Ja, da vorne, wenn wir runter müssen. Ja. Machen wir mal, das Pferd stirbt nicht, wenn wir jetzt gleich runtergehen. Oder wir sterben nicht, besser gesagt. Das Pferd stirbt ja nicht, wir kriegen ja den Schaden ab. Oh ja, Sugar, oh mein Gott. Ey, 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 komm hoch da. Was haben wir hier, Schatz? Da haben wir den Schatz. Was ist denn das hier in Gebar? Ja! Ganz viel Zeug zum Aufheben. Blindern, blindern, blindern. Blindern, 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 blindern. Was haben wir hier drin? Eine Rüstung, eine Sichelwaffe. Ich hätte ein bisschen besser als meine auch nur, weil ich halt Dings hab, ne? Ich meine, noch nicht aufgerüstet hab, glaube ich. Und das meine schon auf 40.
Meine ist auf 25, das bedeutet, ich muss ja. Oh Gott. Das, was ich jetzt so habe, werde ich auf jeden Fall noch aufrüsten. Das ist nur noch meine. Ein anderes Gedöns. Hier gibt es halt nicht mal einen Aussichtsturm. Bis hier hoch geht das. Das gehört nicht mehr dazu, oder? Nee. Oder so ist es jetzt nicht so eine große Runde. Hier sind jetzt diese zwei Fragezeichen noch. Und danach war es das eigentlich schon. Also machen wir das jetzt nochmal eben. Warten und gucken. Vielleicht nicht, wie lange ist es. Vielleicht ist es auch noch ein großes Gebäude. Und dauert auch ein bisschen länger. Also ich renne dann natürlich einfach so durch, langweile. Guck mal hier. Löwen, Hyänen. Oh, es hat's umgerissen. Krass. Warum ist das nicht passiert? Papierpferdchen, alles gut, ich brauch dich. Bleib hier. Aber Junge. Aufpassen, dass wir irgendwo durchkommen. So, die Statue haben wir jetzt getötet. Guck mal, da oben ist schon mal, das sieht schon mal nach was Größerem aus. Mal gucken, was das denn ist im Endeffekt. Kann sein, dass es nur so ein kleiner Außerposten ist. Auf jeden Fall eine kleine Ruine. So, die. Boah, ich finde diese Umgebung so geil. So was. Das ist allgemein bei den Assassin's Creed Spielen immer so geil. Okay, beim ersten war es noch nicht so krass weltbewegend. Da fand ich auch schon geil, weil das halt so groß war. Was, von was wird angegriffen? Einfach schon mal Klinge aufladen. Von dem Gepard, von den Leoparden wieder. Linker Arm ist halt übelst kaputt. Blinder. Pelz, Alter, bekommst auch richtig viel Pelz. Ist auch richtig geil. Kannst schön verkaufen. Money rausmachen. Ich muss dann sowieso mal alles verkaufen, weil ich habe ja kein Geld mehr für die Dings, für die Aufwertungen. Die Aufwertungen sind so teuer. Es kostet einfach so irgendwie 6000 pro Aufwertung auf Level 40. Auch richtig heftig eigentlich. Löwenbau. Krass. Schon scheiße. Wir können hier einen einschläfern. Wenn's Löwe ist. Wow. Ich möchte keine Löwe nennen. Ja, ist alles nur Löwen. Ja, Löwinnen. Weibliche. Oh Gott, das hab ich wieder so gebotzt. Klinge ist halt richtig heftig gegen Dings. Gegen die Löwen, finde ich. Hab ich alle? Schaut so aus. Irgendwo ein Schatz, oder? Lustig. Irgendwie ist noch ein kleines Schätzlein. Weiß nicht, auch wenn es nicht an der Map angezeigt wird, aber trotzdem. An den Lieferanten. Lieber Dagi, du musst die Waren in unser Lager auf den Berg bringen. Nimm die Straße, die bergab führt. Es ist ganz einfach links, rechts, dann links. Du solltest uns leicht finden, solange du deinen rechten und deinem linken Arm unterscheiden kannst. Allerdings muss ich dich warnen. Es gibt dort wilde Tiere und wenn du dich verläufst, wirst du wohl kaum beide Arme behalten. Sehr komisch, aber als dein Vorgesetzter bleib ich lieber ernst. Wir sehen uns am Tor des Lagers.
Ja, da ist er nie hingekommen. Glaube ich. Das nächste Fahrzeug ist das jetzt, ne? Das sieht ein bisschen größer aus. Gucken wir mal, vielleicht ist das eine Stadt mit der Quest oder sowas. Wow. Ja, das ist ein bisschen größer. Nee, das sind hier Rebellen. Die Stötmusch. Das ist wahrscheinlich das Größere. Drei Kommandanten. Mal gucken, was haben wir hier Schönes. Das ist ein Gefangener, das ist verteidigt. Schatzkiste. Was haben wir hier? Schatzkiste. Hier ist der erste Kommandant. Okay, gibt nur den einen, wie er aussieht. Oder? Zwei. Komisch. Zwei nur? Ach doch, gibt's auch. Zwei und ein, da gibt's. Eins, zwei und drei. Best not to draw attention here. Süß. Die Löwen kann die mir tamen. Mach ich nachher. So, dann mal kurz hier gucken, was haben wir denn hier Schönes. Und den könnte ich sogar töten direkt. Der Kommandant ist tot. Der Hauptmann ist tot. Das war Kommandant. So, dass der nächste tot ist. Jetzt snacken wir uns den hier unten mal weg. Hey, what? Damn it! We must keep. There you are! So, müssen wir sowieso ganz hoch einmal, wie ich es gesehen habe. Vielleicht leiser sein. Plünder ist halt. Mein Gott, was ist los mit dir? Oben war der Schatz noch, genau. Lebt noch wer? Ich höre auf jeden Fall noch einen.
Dann war's das hier im Endeffekt. Das war's schon mit der Map. Ja? Also hier zumindest hier nicht mehr. Das ist ja nur die Map jetzt hier gewesen. Das kleine. Gut, dann war's. Ah, hier oben gibt's auch wieder mehr. Das ist ja wieder krass. Also nächste Folge wird ein bisschen länger, denke ich mal. Dann machen wir einmal das hier extra und einmal das hier. Ich weiß nicht, Green Mountain, ob wir das alles mit einmal schaffen, weil es hat schon recht viel, wie ihr seht. Und dann leider schon die Quests. Muss mal gucken. Wenn nicht, muss ich einen Zweiteiler draus machen. Bei Green Mountain. Ich habe ja auch hier noch welche, die ich aufdecken muss dann. Ich könnte im Endeffekt auch mal erstmal Black Desert machen. Weil Black Desert ist halt noch im Levelgebiet auf jeden Fall sehr niedrig. Die Great Green Sea, ich weiß nicht, was ist denn das hier? Green Mountain, das ist 32. Im Endeffekt muss ich erst Black Desert machen. Weil ich halt auch nicht weiß. Wegen 37. Ich weiß halt die zweite. Ich weiß nicht, was die mit der zweiten Zahl meinen. Das verstehe ich halt nicht. Von bis vielleicht? Dann mache ich erst die. Dann mache ich die und dann gehe ich zu Black Desert runter. Ja gut, dann schön, dass ihr wieder da wart. Und ich würde, na und so, weißt du wie? Vergesst nicht abonnieren und so. Abonnieren, favorisieren und meinen Arsch ablecken. Dann bedanke ich mich dafür und bis zum nächsten Mal.